Die Frage, brauchen wir Heime, möchte ich für mich umformulieren. Wer braucht Heime? Wem nützen sie? Warum? Wer verdient daran? Was sind die Interessen der Behörden? Man stößt dann auf dieses Kindeswohl. Ich habe vor 5 Jahren wieder mit dem Studium der Rechtswissenschaften begonnen. Also ich habe auch einen rechtswissenschaftlichen Blick zu diesem Thema und sehe halt irgendwie mit Empörung, dass dieser an sich gut gemeinte, schöne Begriff des Kindeswohl verkommt zu einer Alibi-Phrase, zu einer extrem leeren Worthülse. Es wird einfach da drauf gepickt auf das Packerl Kindeswohl, aber drinnen ist ein Schwindel, es ist ein Fake. Und ganz zum Schluss noch ein Aspekt, es ist natürlich auch symptomatisch, dass wir hier als Privatpersonen, Privatinitiativen uns unsere Köpfe drüber zerbrechen müssen, wie wir diesen Bereich der Fürsorge, Erziehung, dieser Jugendwohlfahrt verbessern können, die eigentlich dafür bezahlt werden oder die in Sonntagsreden sich das selber auf die Schulter klopfen, die haben schon Feierabend, so wie es ausschaut. Ja, dann lassen wir es mal. Danke. Vielen Dank, Erwin Aschenwald. Ich darf jetzt ein Geheimnis lüften. Und zwar stammt diese Zeichnung, die Sie hier sehen, vielleicht kann man das auch so deutlich machen, von Erwin. Er hat sie im Alter von 8 Jahren in der Bubenburg hergestellt. Mit 14 Jahren hat er lebenslänglich Kameraden draufgeschrieben. Und es ist ihm also nur mit Mühe gelungen, von der Bubenburg, also auf sein Urheberrecht, auch zu realisieren, dass ihm das Original auch aushändigen wieder. Und es ist eines der wirklich wenigen Zeugnisse der damaligen Zeit, die uns jetzt von Überlebenden auch noch geblieben sind. Und ich persönlich, es hat mich so angesprungen, dass ich mir gedacht habe, das gibt's, das ist ein Symbol für die Wende. Ja, es darf nicht die Antwort lauten, ja, brauchen wir Heime? Natürlich nein, wir brauchen Heimat für alle Generationen in einem Nest von Liebe und Geborgenheit und Nächstenliebe, aber wir brauchen noch nicht Heime. Ich muss jetzt aber aufpassen, dass das Podium sich nicht zu sehr einig wird. Und deswegen werde ich also schauen, dass Sie da ordentlich zünden. Und dadurch, dass ich jetzt das Glück oder je nachdem, wie man es nimmt, habe, dass hier Expertinnen und Experten am Podium sitzen, auch ein Appell an Sie, wertes Publikum. Sie sind nämlich herzlich eingeladen. In ein paar Minuten nach der ersten Runde werden wir auch eine Publikumsrunde, eine erste starten und vielleicht auch erwarte ich mir mal auch, dass von hier der Input heftig sein darf. Ich möchte also aus gegebenen Anlass jetzt, weil es Sie sicher auch heute in den Nachrichten ereilt hat, der Schock in Japan, der Tsunami. Es ist also angesichts dieser aktuellen tragischen Ereignisse in Japan natürlich auch schwer, sich von Weltereignissen abzukoppeln und zu sagen, wir bleiben jetzt mal im Vergangenen, im Gegenwärtigen, in Österreich, wie sehr das alles uns noch beeindrucken wird und schwer vermutlich auch noch uns schwer machen wird. Ich habe so das Gefühl, jetzt ist sowieso alles mit allem verbunden, wenn wir vielleicht heute zu einem guten Ergebnis kommen. Ja? Vielleicht können wir diesen Input dann auch ausstreuen und sagen, Österreich soll auch einen neuen Impuls setzen, dass wir diese Gesellschaft humaner aufbauen können. Hier auch, fängt von Ihnen an wahrscheinlich. Okay, also eine inhaltliche Runde bitte jetzt. Kurze Statements zu dem Thema, brauchen wir Heime jetzt mal zentral? Ja, nein, vielleicht solche nicht. Also auf alle Fälle, jetzt mal brauchen wir Heime als Frage. Und ein schnelles Ja oder Nein oder wie immer und dann in die Publikumsrunde in der erste. Ist okay? Also ich habe schon im Vorwort, was hier in der Beschreibung drin war, Heime brauche ich im allerletzten
Moment nur. Also man sollte hingehen, sollte die Kinder dorthin bringen, sei es in Pflegefamilien oder sei es den Eltern unterstützend zur Seite zu stehen. Und wenn nichts mehr klappt, dann sollte man ein Heim aussuchen, wo man das Kind reinbringt, aber bitte nicht mehr in dieser Größenordnung, wie man sie hatte, von 800 bis 100 Kinder in einem Heim, wo Kinder dann mit 10 oder 15 Kindern zusammen bei zwei Erzieher behandelt werden, auf gut Deutsch. Also da sollte man von weggehen. Und das andere ist, Kinder gehören nicht in ausländischen Heimen. Das ist die neue Masche, die man macht, wo man sagt, das Kind muss im Ausland, sei es wie in Österreich häufig passiert, nach Deutschland. Sie werden sogar nach Brasilien, nach Rumänien, nach Namibia, nach Russland und nach Amerika oder Kanada verschickt. Diese Sachen müssen und sollten sofort aufhören. Dankeschön, Freya. Ja, ich komme aus dem Staunen nicht raus, muss ich dazu sagen. Warum, Freya? Generell, was ist los? Nein, es gibt so viele Aspekte, von denen man zwar weiß, aber über die man eigentlich gar nicht täglich nachdenkt. Was meinst du denn jetzt das heißt, genau? Jetzt, dass man weiß, dass Kinder verschickt werden ins Ausland, aus Österreich auch, oder generell auch die Bootscamps. Es geht immer darum, die Kinder zu verbessern, ja, anstatt dass die Erwachsenen anfangen, einmal etwas zu verbessern und dass die Zugänge geschaffen werden zum also zwischen den Generationen. Ich denke mir, Kinder, ich habe selber 5 Kinder, das habe ich vorher nicht erwähnt. Kinder bringen so viele Neuigkeiten mit ins Leben, aus denen man lernen kann. Und es ist ein wunderbares Geschenk, an dem man sich laben kann, auf gesunde Art und Weise, aber nicht mit Missbrauch, egal auf welcher Ebene, körperlich, seelisch oder geistig. Und ich bin generell der Meinung, wenn unser System nicht so wäre, wie es ist, dann bräuchten wir keine Heime, sondern würde sich jeder zuständig fühlen für jeden, egal ob alt, jung, behindert, klein, groß, egal. Ausländer, vollkommen egal. Ausländerin. Ja. Ausländer, ja, es ist vollkommen egal. Das heißt, eine Zusammenführung der Menschheit, dieses Unity People, ist für mich einfach ein Ding, das zurückführen würde zu paradiesischen Zuständen. Und ich würde das in größtem Maße begrüßen, wenn irgendwann einmal sich demnächst, es muss in diesem Jahrhundert sein, wenn geht gleich noch dieses Jahrzehnt, Politik und Wirtschaft einig darüber wären, dass man aufhört mit der Ausbeutung der Menschen. Im Grunde sind wir nicht aus der Sklaverei heraus, wir sind halt moderne Sklaven, die angestellt sind irgendwo, die in einem Wirtschaftsgetriebe, in einem Hamsterrad drin sind, ihr Geld verdienen müssen, Familien werden entfremdet, Mütter müssen genauso wie Väter arbeiten gehen, um den Lebensunterhalt zu sichern. Und ich glaube, ist es zwar eine böse Anschuldigung, ich glaube, das geschieht mit Absicht, dass Entfremdung stattfindet innerhalb der Familien, dass es kein Gefüge mehr gibt, das Halt gibt, das Geborgenheit gibt und dass daraus starke Menschen erwachsen können. Und so viele Menschen einfach in zerrütteten Verhältnissen aufwachsen, weil das System schlichtweg der Täter ist. Das heißt, das System hat Methode. Das heißt, das System hat die Macht und es missbraucht sie wissentlich. Und alle Menschen, alle, die hier sitzen, egal ob man jetzt einen sexuellen Missbrauch in einem Heim erlebt hat oder daheim oder durch Fremde, was am wenigsten der Fall ist meistens, nur zu 3% nach meinem Wissen, alle werden missbraucht. Und wir müssen uns irgendwann einmal darüber im Klaren sein oder klar werden darüber, wie wir diesem Missbrauch entgehen können, wie wir uns dass unser System neu ordnen können, weil es hat keinen Sinn, alles immer nur anzuklagen. Man braucht Brainstormings, man braucht Situationen, die einen dazu anhalten, nicht zwingen, dass man neue Wege schöpft und findet, und es gibt sie. Also mitdenken, mit kreativ sein, die Schöpferkraft aktivieren, weiblich wie männlich. Danke. Diese Kinderheim, sie schützen den Vater für Kind und sie haben eigenmächtig erlaubt, seinen Vater im Heim meistens besuchen. Legermäßig. Ich finde, das ist unmenschlich, weil das macht Viktor seelisch und körperlich krank. Er hat viele Jahre von seinem Vater sexuellen Missbrauch. Er hat Linsenangst von seinem Vater. Immer wenn er seinen Papa den Namen hören
oder Duncan, der ist schon ganz nervös und tief und fertig. Und jetzt, er hat von der Kinderheim gezwungen, in Heim mit seinem Vater zu leben. Und er muss, die Kinderheim, der Betreuung zu ihm gesagt, er muss mit seinem Vater sprechen. Aber ich hatte das alles nicht erlaubt. Wenn die Hand ins Leere greift, wird ein Flüstern zum Schrei. Und ich frage mich, wer wird ihn hören? Brich dein Schweigen und lass uns nicht allein. Und hilf uns aus unserer Einsamkeit. Was sie gemacht haben, ist nicht zum Wohl des Kindes. Lieber Gott, wenn es dich gibt, zeig uns deinen Weg. Ehe das Böse in uns siegt, dass es noch Gutes gibt, dann glaube ich, ich schwöre, dazu stehe ich. Meiner Meinung nach, mein Kind ist ein unschuldiges Kind. Er hat so viele Jahre von diesem sexuellen Missbrauch Leben erlebt. Das ist eine Katastrophe für ihn. Aber wir haben gehofft, dass die Jungen uns helfen, die Opfer helfen. Aber sie machen das Gegenteil. Sie helfen ihm nicht, sondern spielen ihm an im Kinderheim, geben ihm schwer süße Pharmaka, dass er alles vergisst und zwingen, dass er mit der Täter bleibt, mit seinem Vater bleibt. Ich finde, das ist ungerecht, unkorrekt. Aber diese schreckliche Verhalten gehört sofort einstellen. Die staatlich, die Behörde sollten diese unschuldigen Kinder befreien, aber nicht weiterfangen. Also man muss dringend nochmal eine Debatte führen von Seiten der Jugendwohlfahrt, von Seiten der Jugendpflege. Wann greift überhaupt oder wo, an welcher Stelle brauche ich noch eine Heimerziehung? Und diese Debatte müssen wir führen, ist es notwendig oder gibt es nicht sinniger, andere Betreuungsmöglichkeiten zu haben, um einfach die Struktur zu verändern. Denn das, was wir hier erleben, ist ja nun, dass man quasi die Sache versucht, durch ein Heim zu lösen, ohne wirklich konkret sich an die Situation heranzusetzen. Das Kindeswohl steht im Vordergrund. Die Zufügung von Leid widerspricht dem Kindeswohl.